Die DHV-News vom 11. Februar 2022. Dirk Heidenblut antwortet. Schweiz, Nino Forrer macht den Georg Wurt, Selbstanzeige. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ein bisschen Vorgeplänkel habe ich mal wieder zum ersten Punkt. Die Glückwünsche zur 50. Folge. Danke dafür, die ihr alle uns gratuliert habt. Mir und Martin für unsere erste 50. Folge, die wir gemeinsam haben. Ja, also wir zwei haben jetzt 50 Folgen abgedreht. Aber bei vielen Kommentaren dachte ich, die gratulieren so, als wären es insgesamt 50 Folgen DHV News. Und das stimmt nicht ganz. Da wollte ich nochmal darauf hinweisen. Es sind ein paar mehr. Wir haben das versteckt, ja. Es gibt da so einen kryptischen Hinweis, ne, für Eingeweihte, die dann sehen, wie viele Folgen das schon sind. Nämlich nach dem Titel ist ein Hashtag, dann eine Nummer. Diese Ausgabe wird die 327 haben und das ist die Ausgabe 327 der DHV News. Also schon ein bisschen länger sind wir unterwegs als 50. Das wollte ich nur noch mal sagen, ja. Wahrscheinlich für die ganzen Leute, die immer rätseln, wieso steht denn da immer dieser Hashtag 300 so und so viel. Also wisst ihr Bescheid, ja, da ist die Ausgabe der DHV News. So, dann habe ich noch eine Korrektur vom letzten Mal. Und zwar, die Korrektur vom letzten Mal muss ich korrigieren. Zu den Psychosestudien, ja, wir haben uns ja da irgendwie recherchiert wie irre und irgendwie verrückt gemacht mit dem Thema. Wir haben da nochmal nachgefragt bei dem Professor, der diese Uni gemacht hat, an der Uni Ulm. Wir hatten ja gesagt, dieser Anstieg von Einweisungen in psychiatrische Einrichtungen liegt unter anderem auch an Abhängigen, soweit so gut, mehr Abhängige als Psychosefälle, obwohl manche Zeitungen ja so getitelt haben, mehr Cannabis-Psychosen und so, ja, aber ein großer Teil dieser Gesamtmenge und des Anstiegs kommt halt eher von Behandlungen von normalen Cannabis-Konsumenten abhängig, wie auch immer man sagen will. Und unsere Spekulation war, dass da viele bei sind, die von Gericht nach hingeschickt werden, Hilfe statt Strafe, die sich damit Gefängnisaufenthalte ersparen und dann sagen, okay, bin ich halt abhängig, lass mich halt behandeln. Aber diese Fälle sind nicht mit drin in dieser Studie, weil die ausschließlich auf Daten zurückgreift, die von den Krankenkassen kommen. Und diese Behandlungen, die von den Richtern geschickt sind, sozusagen, da wird das nicht von der Krankenkasse bezahlt, sondern von der Rentenversicherung in der Regel, jedenfalls nicht von der Krankenkasse üblicherweise. Das heißt, da sind gar keine von diesen Fällen drin. Und man muss halt nochmal feststellen, es gibt offensichtlich auch einen Anstieg von Leuten, die mit einer Cannabis-Abhängigkeit, Missbrauch, wie auch immer, da aufschlagen. Teilweise sicherlich auch viel aus eigener Motivation, manche vielleicht auch von Eltern geschickt oder was. Aber es scheint da tatsächlich auch problematischer Konsum auf dem Vormarsch zu sein. Bleiben also die anderen plausiblen Erklärungen, insbesondere synthetische Cannabinoide, die in diesem Betrachtungszeitraum auf dem Vormarsch waren, die sowohl zu mehr Psychosen als auch zu mehr Abhängigkeit führen können. Das ist trotzdem die plausibelste Erklärung, dann, die da übrig bleibt und ein Argument für die Legalisierung von Cannabis ist, weil im Fachgeschäft würde man so ein gepanschtes Zeug eben nicht kriegen. Letzter Hinweis, wir haben das nächste Politiker-Interview schon am Start, in Planung. Am Montag machen wir ein Interview mit der grünen Drogenpolitikerin Kirsten Kappert-Gonter in ihrem Büro, also in Präsenz sozusagen, dafür nicht live. Und das wird dann released hier im DHV-Kanal am Dienstag. So jedenfalls der Plan, wenn hier nichts Schlimmes passiert bis dahin, zum Beispiel ein Schnupfen oder so, dann würde vielleicht später, aber ansonsten Dienstag Kappert-Gonter. Und damit komme ich zu einem anderen Politiker-Interview, das vielleicht viele von euch schon gesehen haben. Gestern live hier auf YouTube bei uns im Kanal mit Dirk Heidenblut. Also bei mir war es heute eigentlich gerade eben, ja, aber für euch ist es gestern. Und dann gab es danach noch ein Interview oder ein Livestream von Dirk Heidenblut mit seiner SPD-Kollegin Carmen Wegge, die auch in der SPD-Fraktion zuständig ist für Cannabis-Legalisierung, aber im Innenausschuss und im Rechtsausschuss sitzt als Juristin. Beides könnt ihr noch nachgucken, das Interview hier im DHV-Kanal, das andere in Heidenbluts Instagram-Account. Seid aber gewarnt, es erwartet nicht zu viele Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit. Das war irgendwie nicht so der Fokus sozusagen,
Antworten zu geben, sondern mehr das Ganze transparent zu machen, was da eigentlich passiert. Den Gesetzgebungsprozess transparent machen, was noch alles passieren muss, was alles bisher passiert ist und vor allen Dingen, was eben noch nicht bisher passiert ist und dass eben auch normal ist, dass noch nicht so viel passiert ist. Dazu ein erster Ausschnitt. Bitte nicht erwarten, dass das morgen funktioniert und auch nicht die Hoffnung wecken, dass das morgen funktioniert, weil das würde schon bei normalem Ablauf, ohne dass sich drei Partner einigen müssen, ohne dass wir eine Bundesratsfrage haben, ohne dass wir die Frage Völkerrecht, über die wir noch gar nicht geredet haben, EU-Recht, über die wir noch gar nicht geredet haben, auch noch betrachten müssen, schon da würde es nicht mal so eben morgen funktionieren können. Es wird einfach seine Zeit noch dauern und das ist nicht böser Wille, vor allen Dingen nicht derjenigen, die es wollen. So, also, das dauert ein bisschen, ist normal, sagt der Heidenblut. Aber jetzt noch mal ein paar Beispiele aus dem Interview, was alles noch nicht passiert ist. Es ist noch nicht endgültig geklärt zwischen den Ministern Lauterbach und Buschmann, wer eigentlich zuständig ist für die ganze Sache von beiden. Insbesondere die Entkriminalisierung als erster Schritt könnte auch noch im Justizressort gemacht werden, nicht bei Gesundheit, bei Herrn Lauterbach. Sagt jedenfalls Dirk Heidenblut, da hat noch keiner hier geschrien irgendwie im Bundeskabinett und bei Scholz gesagt, ey, ich würde das gerne machen. Und darauf warten wir jetzt irgendwie noch, bis das mal passiert. Dass die da mal sagen, ja, wer ist denn jetzt da zuständig? Es gibt noch keinen Zeitplan für die Debatte. Also wann jetzt irgendwie die ersten Anhörungen vielleicht stattfinden, wann der erste Mal Tagesordnungspunkt im Gesundheitsausschuss ist, ist nicht klar. Innerhalb der Fraktionen gibt es noch keine Einigung auf irgendwelche Details. Und auch nicht zwischen den Fraktionen von SPD, Grünen und FDP über irgendwelche Details, außer das, was im Koalitionsvertrag steht, es soll lizenzierte Geschäfte geben, in denen Cannabis an Erwachsene verkauft wird. Also nichts zum Eigenanbau. Es gibt noch nicht mal eine Einigung zu dem Thema, ob Konsumenten frühzeitig entkriminalisiert werden sollen. Unsere Forderung, innerhalb von 100 Tagen soll das sofort passieren, weil das keinen Sinn macht, 2 Jahre lang, während die Details diskutiert werden, da noch hunderttausende Strafverfahren zu machen. Selbst das ist noch nicht klar und dazu der nächste Ausschnitt. Aber die geringe Menge, die aus dem Laden geschleppt wird, die ist doch offensichtlich, also logischer Teil dieser ganzen Vereinbarung. Ja, also da sagen Sie ja selber auch, Sie sind sich da einig, nur der Zeitplan ist nicht so ganz, da sind wir sich nicht einig. Dahinter steckt ja im Prinzip der Gedanke, dass die Nachfrage angekurbelt wird. Wenn Sie sagen, die werden ja dann auf den Schwarzmarkt geschickt, wenn sie nicht mehr verfolgt werden. Ja, aber verfolgt werden die Konsumenten ja auch auf den Schwarzmarkt geschickt, ja. Das hilft ja nicht, die weiter zu verfolgen. Wir müssen trotzdem so oder so auf den Schwarzmarkt, ja. Da kann man auch aufhören, sie zu verfolgen. Und das ist nicht Konsens, ja. Also grundsätzlich ist erstmal Konsens, dass wenn sie aus dem Laden kommen, also legal erwerben können, es natürlich auch nicht mehr strafbar sein darf. Punkt. So, und jetzt ist die Frage Henne und Ei. Müssen wir also erst die Läden haben, bevor wir die Strafbarkeit regeln? Oder können wir die Strafbarkeit regeln, bevor wir die Läden haben? Mit der Konsequenz, dass, und ich will nur sagen, in den Niederlanden überlegt man auch gerade, wie geschickt das war, was man gemacht hat. Und hat ja gerade noch mal eine Untersuchung da und weiß ich nicht was. Also mit der Konsequenz, dass wir dann sagen würden, okay, die Strafbarkeit ist weg. Das zeigt aber auch, dass selbst in dieser Frage noch sozusagen Gesprächsbedarf letzten Endes liegt. Ja, also keine Entkriminalisierung. Das höre ich jetzt schon zum häufigen Mal, ja, habe ich schon oft gehört jetzt von wegen Entkriminalisierung, könnte ein Problem sein, weil dann holländische Verhältnisse drohen. Und das ist eine Story, die hat offensichtlich der Herr Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, gut gesetzt. Ja, finde ich da total Quatsch, aber irgendwie glauben das die Leute, insbesondere Politiker offensichtlich, dass wenn man nur Konsumenten entkriminalisiert, dann auf einmal organisierte Kriminalität fürchterlich gefordert wird dadurch, obwohl ja eigentlich alle bei der Ampel wissen, dass es gar nicht darum geht, dass die Entkriminalisierung oder Legalisierung den Konsum ankurbelt und mehr konsumiert wird als vorher. Von daher ist die ganze Logik totaler Quatsch. Aber Holland wird immer so als dramatisch schlechtes Beispiel dargestellt. Die haben auch viele Probleme mit irgendwelchen Gangs. Ist halt eine Handelsstadt, wo viel Drogen durchgehen. Aber wir haben auch Probleme mit Gangs, ja, wegen illegalen Drogen, die da sich dumm und dämlich verdienen. Und das ändert nichts, ob man jetzt die Konsumenten entkriminalisiert oder nicht. Auf jeden Fall, das scheint ein echtes Problem zu sein da, gedanklich und logisch irgendwie innerhalb dieser Ampelkoalition. Und die sind sich nicht einig, ob sie noch 2 Jahre warten mit der Entkriminalisierung der Konsumenten. Könnte ich mir aufregen, ne? Aber so ist es nun mal. Und wir dürfen nicht den Botschafter mit der Botschaft verwechseln, ja, auch wenn die Botschaft nicht schön ist für uns, uns wahnsinnig viel Geduld abverlangt, alles furchtbar langsam geht. Heidenblut kann nichts dafür, der ist engagiert bei der Sache, will das ganze Projekt vorantreiben und vor allen Dingen will das transparent machen und hat sich unseren Fragen gestellt.
auch wenn er nicht viele Antworten hat. Einfach, um uns auch zu erklären, warum das alles so lange dauert. Da nochmal ein Ausschnitt dazu. Dieser Gesetzgebungsprozess muss zunächst mal gestartet werden. Es muss einen Referentenentwurf geben. Es muss im Rahmen eines Referentenentwurfs immer schon eine Verbändeanhörung geben. Das heißt, der erste Schritt. Dann kommt ein Kabinettsentwurf. Dann muss der durchs Kabinett. Und dann muss der ins Parlament. Und dann muss das Parlament, auch wenn es womöglich nur ein Satz ist, trotzdem, und das finde ich auch richtig, die Betroffenen anhören, die Experten anhören, nachfragen, ob der Satz auch gescheit und vernünftig gemacht worden ist. Theoretisch wäre das vom reinen Gesetzgebungsprozess, wir sind eben noch nicht an dem Punkt, dass wir die Einigkeit überhaupt haben, dass wir es machen wollen. Aber vom reinen Gesetzgebungsprozess wäre das wahrscheinlich in 4 Monaten längstens, nach der Sommerpause, theoretisch möglich, wenn man denn eine Entkriminalisierung ohne den Rattenschwanz, der dranhängt, überhaupt machen will. Ich habe aber auch schon vorsichtig darauf hingewiesen, weil einige haben das mit der Liebanfrage verknüpft, dass das die Sache womöglich komplizierter macht. Also von daher auch an der Stelle hier jetzt nochmal vielen Dank an Dirk Heidenblut, dass er da dabei war. Noch ein kurzer Blick auf das Insta-Live. Da sind noch ein paar interessante neue Details rübergekommen, auch durch Carmen Wegge, die als Juristin nochmal einen anderen Blickwinkel wirft auf die ganze Geschichte oder hat. Und zum Beispiel, was in unserem Interview noch nicht angeklungen ist, war das Thema internationale Verträge. Das spricht sie an und das macht zum Ende dieses Themas nochmal ein bisschen Hoffnung. Ich glaube, eigentlich hat keiner ein Interesse daran, das allzu lange nach hinten zu schieben mit der Legalisierung. Deswegen hoffe ich zum Beispiel, dass wir es vielleicht schon schaffen, dieses Jahr den völkerrechtlichen Vertrag vielleicht zu kündigen. Ja, ich weiß, das müsste jetzt bis Juni passieren, damit wir ab dem 01.01.2023 aus diesem Vertrag raus sind. Für alle, die es nicht wissen, da geht es darum, dass wir uns völkerrechtlich dazu verpflichten, Cannabis nicht zu legalisieren. Ja, so viel dazu. Schaut euch beide Videos gern selbst an, wenn ihr dicke Nerven habt. Es gibt jedenfalls noch viel zu tun für uns, bis wir wirklich unsere Ziele erreicht haben. So, jetzt ein paar kürzere Nachrichten noch. Es gibt ein Urteil über den Arzt in München, von dem hatte ich letzte Woche schon erzählt, dass der Prozess begonnen hat. Ein Arzt, der ohne große medizinische Prüfung oder Untersuchung der Patienten massenhaft Cannabis-Rezepte ausgestellt hat, gegen Bargeld, ausschließlich Bargeld, und über 500 Rezepte dann am Ende ausgegeben hat und über 50.000 Euro bar eingenommen hat damit. Dafür ist er verurteilt worden und für den Besitz einer Pistole zu insgesamt 3,5 Jahre Knast. Also das ist schon ein ziemlich drastisches Urteil, aber andererseits in Bayern wiederum auch nicht wahrscheinlich. Das ist noch nicht rechtskräftig. Beide können noch in die nächste Instanz gehen. Staatsanwaltschaft und der betroffene Arzt. Mal sehen, ob es dabei bleibt. Aber 3,5 Jahre ist schon heftig für einen Arzt, der alle Augen zudrückt beim Rezept ausschreiben. Naja, kommen wir nach Österreich. Auch darüber hatte ich schon berichtet. Paul Burger, der hat einen halben Joint draußen geraucht und ist damit erwischt worden. Kann sein, dass der Joint auch am Anfang komplett war. Ja, jedenfalls erwischt worden ist er mit einem halben Joint. Und das hat in Österreich eigentlich keine gravierenden Folgen. Wird nicht bestraft, kein Bußgeld, nichts wird eingestellt und gut ist. Sollte man meinen, ist kein Problem. Aber Burger hat nicht akzeptiert, dass er trotzdem als BTM-Straftäter oder Täter gespeichert wird und ist zum Verfassungsgericht gegangen. Er hat keinen Bock bei der nächsten Polizeikontrolle, wenn die da gucken, da ist ein Cannabis-Täter. Ja, das will er nicht haben und sagt, das ist Quatsch, das ist verfassungswidrig. Und ist zum Verfassungsgericht gegangen. Er hat sich auch vorher mal so ein bisschen unsere Story hier angeguckt mit unserer Mustervorlage. Hat sich einen berühmten Anwalt besorgt da in Österreich. Und siehe da, es ist schon soweit. Das österreichische Verfassungsgericht hat schon reagiert und das Verfahren eröffnet und die österreichische Regierung um Stellungnahme gebeten. Die haben jetzt ein paar Wochen Zeit, Stellung dazu zu nehmen. Und Burger ist schon auch zuversichtlich, dass es ein schnelles Verfahren sein könnte und rechnet damit, dass auch schon dieses Jahr in Österreich da ein Urteil fällen könnte, ob nicht dieses ganze Cannabis-Thema oder das nach wie vor Verbotene für Konsumenten verfassungswidrig ist und die Speicherung in irgendwelchen Polizeicomputern damit eben auch zu beenden ist. Schöne Geschichte. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat immer noch nicht reagiert in so einer Weise, von wegen Verfahren wird jetzt mal angefangen, über die Verfassungsvorlagen, Richtervorlagen, Normenkontrollanträge, wie es genau heißt, von Richter Müller und später auch von anderen Richtern,
Die liegen da noch und warten drauf, dass da mal was passiert. Österreicher sind da was schneller als die deutschen Richter. Mal gucken, ob dieses Jahr noch was passiert in der Geschichte. Noch ein Blick in die Schweiz. Eine sehr, sehr ähnliche Geschichte. Da muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich das nicht durcheinander werfe, so ein bisschen mit irgendwelchen Details. Nino Forrer aus der Schweiz. Der ist bloß nicht erwischt worden wie Burger in Österreich, sondern ist selbst zur Polizei gegangen mit einer kleinen Menge und hat sich quasi selbst angezeigt. Und ich selbst habe mich 1996 auch mit 4 Gramm Gras selbst angezeigt. Das war der Beginn meiner drogenpolitischen Aktivität sozusagen. Und deshalb schrieb mir der Nino Forrer, er hätte den Georg Wurth gemacht mit seiner Selbstanzeige. Fand ich ganz cool irgendwie. Und er meinte, Selbstanzeigen im deutschsprachigen Raum sollten doch eigentlich demnächst immer den Georg Wurth machen, genannt werden. Ja, mal gucken, wie viele Aktionen in dem Sinne noch nötig sind im deutschsprachigen Raum. Aber ja, nette Idee irgendwie. In der Schweiz ist es auch eigentlich kein Problem, so eine kleine Menge da zu haben. Ja, und das ist auch gar keine Straftat eigentlich. Von daher, deswegen habe ich auch gesagt, der hat sich quasi selbst angezeigt, weil so ein richtig kann man ja gar nicht ohne Straftat. Trotzdem würde es aber immer noch in der Schweiz auch beschlagnahmt. Bußgelder gibt es praktisch gar nicht mehr. Da haben sie sich zuerst ein paar Kantone noch gegen eine bundesweit geltende Regel eigentlich gesperrt und haben immer noch Bußgelder verteilt. Das ist auch alles mit Gerichtsverfahren gestoppt worden, auch vom Verein Legalized, wo auch Vorrat dabei ist. Aber bei ihm geht es jetzt darum, dass die Polizei das Gras nicht einbehalten soll. Er findet das nicht in Ordnung, dass die Polizei da immer noch zig Kilo insgesamt, ne, an kleinen Mengen irgendwie bei den Konsumenten einsammelt jedes Jahr, wenn das doch irgendwie gar kein Unrecht mehr ist, offiziell und nicht bestraft wird, kein Straftat mehr ist, ja, dann soll die Polizei auch gefälligst das Gras nicht mitnehmen. Ist so sein Ansatz bei der ganzen Geschichte. Ja, sind wir auch gespannt, wie der gerichtliche Weg da weitergeht. Wünschen auch da viel Erfolg. Danke nochmal für die Ehre, den Georg Wurth machen. Und wenn ich gefragt werde, ob ich selbst konsumiere, dann sage ich normalerweise, niemand sollte in der Öffentlichkeit irgendwelche Aussagen über den eigenen Konsum machen, kann nur Stress und Ärger geben und ich gehe da mit bestem Beispiel voran und sage da nichts dazu, unabhängig davon, ob ich jetzt konsumiere oder nicht. Forrer macht das ein bisschen anders und daran sieht man auch im Prinzip schon, dass schon ein bisschen lockereres Klima in der Schweiz herrscht und das ist mein letzter Ausschnitt für heute. So antwortet Nino Forrer auf die Frage, ob er selbst konsumiert. Es ist ja so, dass der Konsum von den letzten 3 Jahren geahndet werden kann. Ist also strafbar. Das heisst, die letzten 3 Jahre kann ich logischerweise mich gar nicht erinnern. Und auch vorher muss ich sagen, dass ich nur sehr geringe Wissen habe, was ich so an Konsum kann. Vielleicht habe ich mal einen Joint geraucht oder so. Wenn, dann ist es aber sicher lange her. Haben Sie auch so ein schlechtes Gedächtnis, wie Sie so viel gekifft hat? Das denke ich nicht. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, wie es ja doch nach wie vor illegal ist. Und damit bin ich bei den Terminen. Sind viele diesmal. Geht wieder los mit den Aktivitäten in unseren Ortsgruppen. Ausschließlich Ortsgruppentermine mal wieder. Und zwar die Gruppe in Oldenburg trifft sich Sonntag, 13. Februar. Regensburg ebenfalls Sonntag, 13. Februar. Heidelberg, Dienstag, 15. Hamburg, Dienstag, 15. Berlin, Mittwoch, 16. Februar, Stuttgart, Freitag, 18. Februar, Braunschweig, Samstag, 19. Oldenburg, Sonntag, 20. Februar, Hamburg, Dienstag, 22. Februar, genauso Heidelberg und Konstanz, Dienstag, 22. Februar. Und fast alle online. Stuttgart ist nicht online und Heidelberg, glaube ich, der Hanfstammtisch am 15. ist nicht online und alles andere. Und Gründungstreffen, ja, Konstanz am 22. Februar ist ein Gründungstreffen, da muss ich ja nochmal besonders darauf hinweisen. Strömt dahin, ja, macht Konstanz zu einer stabilen Gruppe, sodass ich ja jetzt ganz oft demnächst immer Konstanz sagen muss, weil ihr euch andauernd trefft da. Und das war's für heute. Liked dieses Video, seid mit mir gespannt auf Kapat Gonter. Nächste Woche abonniert diesen Kanal, dann kriegt das auch mit. Jedenfalls, wenn ihr die Glocke drückt, dass das Kapat Gonter Video online gegangen ist am Dienstag, wenn hier keiner Schnupfen hat. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.